14's Finnisch Galaktik plötzlich friert's Finnisch ein. Er schaut zufällig Richtung Svenedi, die sich gerade aufrappelt. Ihre Blicke treffen sich. Auch Svenedi erstarrt sofort. Wie ferngesteuert macht sich der junge Ruber auf die Reise. Hinla und Bart Karalinsen sich an, was ist jetzt los? Denken sich beide. Svenedi sieht ebenfalls so aus, als ob sie ihrer Sinne beraubt ist. Mit großen Augen, fast ungläubig blinzelt sie ihren Held an. Beide sprinten los. Sie reißen abwechselnd die Hände in die Luft und streicheln das Gras. Dann passiert noch etwas Seltsameres, sie blinzeln sich voll. Svinos rechtes Auge blinzelt mit Svenedis rechtem, und sie drehen sich dabei. Gleichzeitig wuchteln sie mit den Händen in der Luft herum und geben Quieklaute von sich. Alle, selbst die Nanjis inklusive Kiche Kokoyama Patch Abon, können sich ein Lachen kaum verkneifen. Hinla und Bart Gara jedoch schütteln nur mit dem Kopf. Ja, Svino ist eben immer für eine Überraschung gut. Beide beschließen, näher ranzugehen. Drüben geht das außergewöhnliche Kennenlernen weiter. Die beiden Turteltauben sind jetzt endlich zum Stillstand gekommen. Hoch erfreut sieht Svenedi ihren unbekannten Retter an. Sie fragt, guten Hallo, bin ich Svenedi? Du bist wer? Svinisch holt tief Luft und wirft sich in Position. Er antwortet majestätisch, guten Hallo, bin ich Svinisch. Er macht eine kurze Pause, Galaktik. Oh, ah, oh lala. Bin ich Svenedi, stottert Svenedi verlegen. Jetzt ist es endgültig um sie geschehen. Svinisch Galaktik. Der erste Ruban mit Familiennamen. Svenedi ist komplett aus dem Häuschen. Sie fallen sich in die Arme. Hinlei kratzt sich am Ohr. Bart Gara knuddelt ihre Nase. Beiden hat es die Sprache verschlagen. Bart Gara will gerade Hinlei was Schlaues flüstern, als plötzlich, unerwarteterweise, Svinisch Galaktik angehoppelt kommt. Wir heiraten, ist Svenedi meint. Er bestimmt Richtung Bart Gara Patch Abon. Helfst du werden wirst Zeugin der Trauung? Fragt er sie. Bart Gara zuckt zurück. Sie schnappt aufgebracht, Svino. Du kennst sie erst seit 2 Minuten. Svinisch ist sofort von allen guten Geistern verlassen. Er macht seinen berühmten Rundmund. Für ihn und Svenedi steht bereits felsenfest, dass sie heiraten werden. Er wedelt mit dem Finger Nanoninu. Heiratet wird bestimmt. Zeugin der Trauung ist geworden allein Bart Chala Petchabun. Sero verwendet Bart Karas Nachnamen nur in äußersten Notfällen. Es ist ihm ernst. Hinlei nickt Bart Gara gewichtig an. Widerstand ist zwecklos. Und Svino, der ist längst wieder rüber zu Svenedi. Die haben Wichtigeres zu tun. Sie nehmen sich beide an der Hand und hoppeln schwer verliebt Richtung Sonnenuntergang. Hinlei muss nun einfach loslachen. Bart Gara klatscht sich mit der Hand an die Stirn. Nach dieser wichtigen Szene ist nun endlich Zeit, dass sich die beiden Schwestern erstmals richtig begrüßen können. Sie nehmen sich in den Arm. Kichiko meint zu ihrer jüngeren Schwester bedanklich bei Hinlei. Sobald der Instradar gekommen ist, sind wir los. Zuerst mit Rockstars und dann mit unseren geliebten Whalers. Da, hinter der Baumkette parken sie. Wir sind auf ihnen direkt aus dem Flugzeug raus und dann euch hinterher. Du warst sehr schnell unterwegs, junge Prinz Hinlei nickt ja. Achille Korichi und Impuls plus Kichiko schaut Hinlei fragend an. Das ist eine lange Geschichte. Mit gutem Ausgang fällt Bart Gara hastig dazwischen. Svenedi war super. Hat mich rausgeholt. Aus dem Sanatorium. Margot Rottweil wollte mich töten. Um mich zu retten, musste sie diese Rottweil umbringen. Mit ihrem eigenen Gift. Die hätte niemals aufgehört. Das Kichiko Koyama hebt die Hand, darum kümmern wir uns. Wir, die alten Clans des Ostens, sind der imperialen Krone verpflichtet. Rebelkov und Konsorten haben bei uns keine Macht. Deine Entführung war unrechtmäßig. Das kommt zuerst auf den Tisch. Den Rest regeln die Diplomaten. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Generalmajor höchstpersönlich, inklusive dieses Dr. Noctius, zum Rapport gebeten wird. Hinlei nickt, und Bart Gara ist erleichtert, dass Svenedi wohl straffrei davon kommen wird. Allerdings kann sie sich von ihrem Posten verabschieden. Im Hause Patch Abon ist jedoch immer ein Platz für sie vorhanden. Weil sie doch diejenige, der alle den glücklichen Ausgang zu verdanken haben. Kichikos flinke Nanjis machen derweil Fotos vom Szenario und den beteiligten Sicherheitsleuten.
Danach geht's ans Spurenverwischen. Die politische Bewertung des Falls liegt von nun an in den Händen der Diplomatie. Auch wenn die imperiale Krone gerade in diesen schwierigen Zeiten an Einfluss gewinnt, so haben die alten östlichen Clans immer noch ein Wörtchen mitzureden. Zumindest war das bisher so. Irgendwann dann, später, kommt auch das neueste Pärchen wieder angekullert. Beide strahlen verklärt. Sie sind in ihrer eigenen Welt. Die Sicherheitsleute des Aldrosa inklusive Equipment werden einfach zurückgelassen. Die wachen bald wieder auf. Entweder segeln sie dann aus eigener Kraft den Berg runter, oder sie funken Verstärkung herbei. In beiden Fällen gilt die Absturzstelle ihres Helis, ist nur ein unberührter grüner Fleck oberhalb eines einsamen Hochtals weit hinten im Gebirge der Provinz Lybaro des blauen Trevi im Ra-System.